Ich will. Sie wissen, dass wir hier sind. Ihr müsst sie neutralisieren. Alle da. Ah. Was, der steht immer noch? Der steht immer noch! Steht er jetzt unten oder was? Steh auf, wenn ich, das ist wie so eine, kennt ihr diese Kerzen? Die immer wieder angehen? Froh, dass ich den Sniper ausgerüstet habe, tatsächlich. Das erste Mal, dass sie so wirklich zum Einsatz kommt. Ding ist halt, das hatten wir letztens, ne? Kopfschuss ist halt in diesem Spiel so, ja gut, hast halt einmal getroffen. Aber Kopfschuss heißt nicht, ist tot. So. Ich habe erst eine von 4 Elitewachen getötet. Moment. Achso, das sind, glaube ich, die Großen, oder? Die Elitewachen? I don't know. Okay, es schießt immer noch jemand auf unser Auto. Aber es klang, als kam es von da. Weil hier ist... der Seite ist niemand mehr. Ich glaube, es ist eine Tech-Waffe, ja.
Da, hinterm Baum ist der. Kann das sein? Da war doch gerade was, oder? Ich will das eingebildet. Wobei da hinten ist kein Gegnerpfeil. Okay, wir haben sie kurz angezeigt bekommen, aber von hier komme ich, glaube ich, nicht ran. Weiter oben. Ich wollte sagen, weiter oben brauche ich wahrscheinlich keine Sniper. Jetzt hier hochgehe. Vorsicht! Drinnen sind noch 5 weitere Wachen. Und in der Garage links ist ein Dweller. Cool! Hier draußen ist ja gar keiner mehr. War nur der Wind. Welche Waffe nehme ich jetzt? Deswegen gehen wir rechts. Ich weiß halt nicht, was bedeutet, drin sind noch welche. Ab wann sehen die mich denn? Eigentlich Schwachsinn, dass ich jetzt loote. Aber ich mach das, weil ich es kann. Wir schalten mal ein paar Kameras aus, die wir von hier jetzt schon sehen. Da ist einer dahinter. Ja, das ist der Dweller. Er hat gesagt, links ist die Garage. Von hier sehe ich halt drin keinen. Hatte ich die nicht schon ausgeschalten? Wenn ich darauf jetzt schieße. Passiert nichts. Das ist ein Spruch aus Skyrim, wenn die Wachen meinen, da ist niemand mehr, obwohl sie einen Pfeil im Kopf stecken haben oder so.
Was ist ein Dweller? Ich glaube, das sind diese Roboter-Dinger, die wir da vorne hatten. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Lass mal lieber nicht da links rumgehen, wobei links wahrscheinlich kürzer ist. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, hier rein. Da steht direkt einer. Seht ihr das? Ditte. Seht ihr? Ditte. Cool. Oh, guckt mal da hinten. Man kommt raus. Oh, kann die Tür nicht aufbleiben? Ist draußen. Macht es nur noch schlimmer für dich. Komm einfach raus. Übernimm die Position. Warte, wo hat sie gesagt, ist sie? Ich muss die letzte auch noch neutralisieren, oder? Ich komme da nicht drum rum. Okay. Wo komme ich rein in die Garage? Ich glaube, ja, das ist der letzte von Yorinobus Leuten. Ich erwarte euch. Erstmal Bridge Code. Das hat mir schon gefehlt. 71 CBD. 71 CBD. BD. 55 7A.
Ich glaube, looten ist eigentlich sinnlos, weil wir haben hier nach der, also nach dem Finale geht es ja hier jetzt quasi nicht weiter und ich denke nicht, dass wir den Loot dann mitnehmen können, ins normale Spiel. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist umsonst, dass ich hier loote, aber ich loote aus Prinzip. Wie cool wäre das denn, in der Finalmission nochmal überladen zu sein? Ich bin fast am Anwesen. Gut, lande beim Pool. Diese Leute haben mir keine Wahl gelassen. Da stimme ich zu. Aber sagen Sie, welchen Prozentsatz Ihrer Gewinne macht das genau aus? Bitte, sollten unsere Zuschauer doch nicht mit Details des komplizierten Steuerrechts landen. Warum sollte der Loot dann da liegen? Na, ich, halt, um den jetzt einzusetzen, oder? So, die Waffen und so, die ich jetzt gefunden habe, könnte ich ja jetzt einsetzen. Ich denke nicht, dass wir jetzt mit Yorinobu reden und er sagt, okay, gut, tschüss, ich gehe, ich verkrümel mich, ich springe von der Brücke. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen kämpfen. Denke ich. Ich könnte die ausrüsten. Okay, wir haben eine Waffe gewechselt. Warum habe ich hier keine Mod drauf? Hätte ich vorher dort meine Mod drauf gehabt, wäre ich nicht gestorben. Wenn es den Konzernen gut geht, profitiert davon auch die Gemeinschaft. Und das gilt besonders für Sie, habe ich nicht recht? Wir haben eine Mission. Du musst dich zusammenreißen, für uns alle. Ich muss gar nichts. Es ist bloß... Also ich weiß nicht, wie oft ich das noch erklären muss. Ich glaube, ein Krieg hat begonnen. Krieg ist übertrieben, oder? Und ein vorbelastetes Wort für eine Arasaka. Ich glaube, es ist Krieg. Ich zähle nur, wie viele wir sind. Du, ich, Hellmann. Das sind drei. Oder eher zweieinhalb. So oder so. Es ist nicht viel gegen Arasaka und all seine Armeen. Mein Bruder ist nicht ganz Arasaka. Zumindest noch nicht. Das weiß er auch. Und aus dem Grund umgibt er sich mit Kriminellen wie Adam Smasher. Soll mich das etwa aufmuntern? Fest steht, wir sind auf uns gestellt. Mein Vater war auch auf sich gestellt und hat ein Imperium errichtet. Hallo, mein Name ist Arif Iqbal und Sie sehen die WNS. Also ich muss ja sagen, ich habe nicht so Bock auf einen Bossfight gegen Adam Smasher. Bitte.
Nicht so richtig. Schön. Kennt ihr diese Momente der unangenehmen Stille? Das ist so einer. Ist es nicht etwas früh für Champagner? Nun, wenn es dich beruhigt, sieht da noch irgendjemandem die Hände? Nicht nötig. Meinen Händen geht es gut. Und der Rest von dir? Ich sehe das anders. Dem Rest geht's auch gut, danke. Das ist gelogen. Sie wurde ohnmächtig. Bin nur müde. Das ist ja auch kein Wunder. Dein zentrales Nervensystem ist durcheinander. Unglaublich, dass du noch laufen kannst. Wir müssen uns beeilen. Wenn wir mit Yorinobu fertig sind, sehen wir, was wir für dich tun können. Nix. Die benutzt mich jetzt nur. Und dann bin ich abgeschrieben. Ich habe das schlimmste Ende, was man haben kann. Aber ich bin halt selbst schuld. Wenn man halt nichts anderes macht, außer Main Story, ist das so. Aber ist okay. Ich kann damit leben. Unangenehm. Alles vorbereitet. Fast. Mir geht's gerade nicht gut. Wird sie es schaffen? Sollte sie. Es geht schon. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich meine Finger im Spiel sehe, denke ich daran, wie kalt meine Finger sein müssen. So, mit dem Metall und so. Das ist doch bestimmt nicht schön warm. Hier lang. Das ist deine letzte Chance. Wozu? Mir deinen Plan mitzuteilen. Was, wenn ich keinen habe? Stell dich nicht dumm, Hanako. Du und Takemura hatten einen bei der Parade. Einen Plan. Kurz darauf war nichts von ihm übrig. Ja. Und trotzdem sind wir jetzt hier. Weißt du warum? Weil man manchmal der Wahrheit ins Gesicht sehen muss. Das habe ich an diesem Tag getan. Dank dir. Du hast einen sehr ehrlichen Blick. So wollen wir den Arasaka-Vorstand also umstimmen? Ich soll sie anstarren? Und die Waffe bereithalten. Wenn mein Charme nicht wirkt, versuchen wir es mit altbewährten Mitteln. Schon verstanden. Nein, du wirst es noch verstehen. So wie alle anderen. Achso, Delamain hat sich noch mal kurz gemeldet, dass seine Taxen immer noch fehlen.
Ja. Ist gerade ungünstig. Wohin gehen wir? Das ist eines von Arasaka am besten gehüteten Geheimnisse. Moment, ist das... Vaters Büro. Eine exakte Kopie des Originals in Tokio. Er hat in jeder Arasaka-Zweigstelle der Welt eins bauen lassen. Jeder Gegenstand. Jedes Detail. So angeordnet, dass er sich blind zurechtfinden würde. Vater, wie er leibt und lebt. Sorgfältig, penibel. Lebte. Was? Wie bitte? Du meinst, wie er lebte. Idole sind beständiger, als du glaubst. Die Frage ist, ob die Fraktionsanführer den Arasaka-Werten treu bleiben und ob sie den Mut haben, ihre Fehler zuzugeben. Und wie wahrscheinlich ist das? Wahrscheinlicher, als du denkst. Komm. Nee, das sind auch keine richtigen Finger mehr. Aber stell mal vor, du schläfst. Nimmst dann deine Hand unter die Decke und es ist einfach eiskalt. Noch kälter als kalte Finger. Und so, weißt du? Wir fahren nach unten? Ich sagte doch, Mikoshi kann nur von einem Raum unterhalb des Arasaka Towers betreten werden. Bevor wir die Vorstandssitzung unterbrechen, müssen wir noch eins tun. Hä? Ich habe immer mehr das Gefühl, du sagst mir nicht die ganze Wahrheit. Vermutlich, weil ich dir nicht die ganze Wahrheit sage. Ich bin vorsichtig. Ich dachte, wir vertrauen einander. Die bestimmte eingebaute Heizung. Zwischen uns herrscht nun Vertrauen. Deshalb bist du hier. Das wäre eigentlich obwohl ziemlich ich cool. Vorher, kurz nachdem du mich entführt hast, deinen Rat gesucht habe. Wenn man so keine Essen. Kalten Füße mehr hätte, sondern die einfach automatisch wärmen, wenn die zu kalt werden. Vaters. Das Büro ist nicht die einzige Kopie hier. Was?